So ist brav. So mag ich Äffchen. Hey, nicht wegrollen. Ich brauche deine Zähne und deine Kralle. Deine eine Kralle, die du auf deinen Füßen und Händen hast. Die eine Kralle und dieser eine Zahn. Ja. Ich habe das Gefühl, diesen Typen werden wir noch sehr oft sehen. Weil wir auf dieser Insel nicht so schnell wegkommen, das kann ich versprechen. Insel. Diesen Teil der Insel. Da ist man ziemlich lange. Oh, und ich hoffe, mir fällt gerade ein, dass ich eigentlich... Ja, eigentlich sollte ich jetzt in dieser Höhle, also in diesem Tempel, in dem wir gerade waren, sollte ich so eine Hallstimme gehabt, also so ein Hall, so ein leichter sollte da gewesen sein. Wenn ich nicht vergessen habe, einzufügen, fügen, whatever. Ist mir auch erst jetzt aufgefallen, dass ich sagen wollte. Ah, nicht jetzt gehen, jetzt gehen. Wie steil das hier ist. Jetzt hör auf auszuweichen. Will ich doch nicht sterben, oder? Naja. Es ist der namenlose Held. Man kann nie wissen, ob er gerade eine heldenhafte Tat begeht und die nächste Klippe runterrollt. Eigentlich aber so viel schneller. Man wäre einfach viel schneller. Aber das macht man nicht, aus Prinzip. Ist der tot? Der ist tot, oder? Der hat eine Inquisitionsrüstung an. Hier hat ein schlimmer Kampf stattgefunden. Es sieht so aus, als ob Corrientes auf die Piraten gestoßen ist. Dann hat Garcia sie hier aufgemischt? Ja, aber wie der Kampf ausgegangen ist, kann ich nicht erkennen. Möchte wetten, dass wir irgendwo im Süden auf Eingeborene treffen werden. Vielleicht finden wir dort Antworten. Woher der das immer weiß? Das ist eine Leiche. Die lässt man einfach so zurück, klar. Kennt man ja. Und alles, Knochen, also alle anderen Leichen sind schon verwiest und nur Knochen, nur die eine da, die ist liegen geblieben. Das ist natürlich auch sowas. Wie schätzt du unsere Lage? Alles wie. Ja, ist auch. Alles so logisch und so. Die leichte Schlösser, die auf der Insel hier haben. Jetzt können wir so gut Schloss knacken und dann... Ja. Sowas. Jetzt geh weg. So im Süden... Oh, im Süden eingeboren. Was soll's? Obwohl... Da geht's weit. Lang, meine ich jetzt. Wurscht. Wir gehen zuerst zu den Eingeborenen. Also er sagt es den Eingeborenen. Wir werden sehen. Schieß, 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 Mann! Boah. Du auch. Schieß. Ein Schuss noch. Brav. Ist das nicht immer brav, wenn er irgendwas schafft? Das verwundert mich meistens so, deswegen sage ich mal brav. Das ist schon so eingeprägt. Ach, welch ein Wunder, Venturu. Schau mal, das sind Eingeborene. Woher wusstest du das nur? Manchmal frage ich mich schon. Ich hasse es, was die gleich sagen werden. Hi, Jungs. Dein ist ein Affe. Bambule, gut. Halte durch, ich komme. Ah, kämpfen sie. Boah, das ist nämlich eine geile Musik. Also Kampfmusik. Die kenne ich noch gar nicht. Pam. Haha, ich hab's getötet. Hi. Fischer. Hanu. Takapo, Fremder. Diese Gewässer sind gefährlich. Wieso? Was ist damit? Dort lauert die Bestie. Was ist das für eine Bestie? Der Alligator. Er lauert im Morast und ist geduldig. Und wenn du ihm zu nahe kommst, schnapp und du bist tot. Scheint ja ein Mordsvieh zu sein.
Si, Gucho. Es ist die größte und gefährlichste Bestie, die seit vielen Sommern hierher kam. Alles klar. Alles klar, ja. Kennen wir ja, oder? Ich suche eine Truppe der Inquisition. Hast du sie gesehen? Die Blauröcke sind im Dorf. Geh links um den See. Dort führt ein Weg hinauf. Alles klar. Was macht ihr hier eigentlich? Jeden Tag fischen wir und bringen unseren Fang zum Maracaiwa. Ich trage diese Aufgabe, wie einst mein Vater. Das scheint dir zu gefallen. Chi, jeder hat eine Pflicht. Jeder ist wichtig. Ich bin noch nicht gut genug. Ja, ich muss erst meinen Ring anlegen, klar. Ups. Falsches Menü. Ring. Schon Ring. So, jetzt mal nochmal bitte. Bist du schon immer hier im Dschungel gewesen? Chi. Ich wüsste auch keinen Ort der Welt, der mir lieber wäre, Gucho. Hab ich mir schon gedacht. Die opfern das Gold. Die opfern das Gold eh nur, also. Können wir es auch gleich für uns selbst verwenden. Ich werde die Bestie töten. Ich sehe, du bist ein Krieger. Das Takabo, Gucho. Die Bestie ist stark. Werd's mir merken. Bin jetzt irgendwie wieder schon gewohnt von Risen 1, dass ich ein paar Dialoge wegklicke. Gut, und ich sehe den Alicante schon. Vielleicht können wir die überzeugen, dass sie mitkämpfen. Mal schauen. Es wird auf jeden Fall nicht leicht. Ja, sie kämpfen mit. Hahaha, war das leicht. Bestie, da ist sie. Ja, kein Palaver. Ich will... böser Fischer. Zähne. Wie alle die gleichen Zähne haben, mal klar. Was ist denn sonst noch? Ich juck gerade die ganze Zeit zu meiner Nase. Ein Affe. Ich bin sofort bei dir. So. Gegen solche kleinen Äffchen habe ich ja schon eine Kampftaktik gefunden. Man muss sie nur ab und zu abstoßen, sozusagen. Wegstoßen, wenn man so will. Bajonett haben wir leider keins mehr. Gut, dann sagen wir mal, dass das Kroko weg ist, weil das weiß er ja noch nicht. Er hat ja nicht mitgekämpft oder so. Die Bestie im See ist tot. Ich bin beeindruckt von deiner Stärke. Tawonga, Gucho. Jetzt können wir endlich wieder fischen. Hier, damit kannst du bestimmt etwas anfangen. Schatzkarte. Ah, damit haben wir auch endlich eine Karte der Insel. Finde ich immer nett, dass wenn man eine Schatzkarte bekommt, dass man direkt auch eine Karte hat. Das war früher, glaube ich, noch nicht so, also vor dem Patch. Maracay, Schatz im Jagdgebiet. Ja, klar. Wollen wir da hingehen? Ich weiß nicht. Da ist die alte Lagerstätte. Und laut ihm müssen wir jetzt dort lang. Ja, da werden wir sowieso hingehen, glaube ich. Schätze ich, hoffe ich. Keine Ahnung. Oh, mir fällt gerade ein. Oder ich sehe es gerade, besser gesagt. Dass ich die Expeditionsflinte... Die Expeditionsflinte da noch gar nicht reingegeben habe. So. Da war der Affe von vorher, glaube ich. Und da geht's jetzt den Berg hinauf. Oh ja. Irgendwie schon immer dasselbe. Also jetzt. Ich weiß nicht. Risen 1 gefällt mir plötzlich viel besser, nachdem ich es wieder gezockt habe. Oh, da hinten sind Piraten. Schwarze Hund. Die freundlich sind. Ich weiß es, also schießen wir direkt. Also wir sind nicht freundlich. Das kann ich sagen. Steck deinen Rücken. Millionen Primaten, das wollte ich schon sagen.
Aua. Der ist schön weggeflogen, ja. Nichts. Oh, eine goldene Maske, da haben wir schon das erste Stückchen. Was hat er? Rum. 12 Gold. Und da geht's hoch. Ja, was ich vorhin meinte, ich weiß nicht, Risen 1 ist... hat mir irgendwie besser gefallen. War zwar jetzt von der Grafik nicht so mit der Vegetation und bla, aber ich fand es trotzdem einfach besser. Vor allem mit dem Taschendiebstahl, da gab es auch immer eigene Dialoge für. Also, jetzt nicht so bei jedem zweiten und bei den meisten sagt er einfach nur gute Ausbeute oder das kann ich noch nicht, sondern halt. Weiß ich, was er für ein Dialog hat. Auf jeden Fall auch zum Charakter jetzt gepasst. Oder ob es gerade irgendwie irgendwas Wichtiges ging, konnte man da auch reden sozusagen. Ja, und da hat es dann halt kurz Zeit, während er zurückredet, dass sein Inventar, da hast halt dann eine Liste von das, was er im Inventar hat oder was man halt stehlen kann. Da kannst du dann halt eine Sache aussuchen. Eine Sache konnte man sich da aussuchen. Und danach konnte man keinen Taschendiebstahl mehr machen. Ich weiß nicht. Schon allein so was. Das sind halt solche kleinen. Die Trophäe des großen Jägers ist heute ein beliebtes Sammlerstück. Dem Besitzer dient sie als Talisman und verleiht ihm besondere Kräfte. Legenden zufolge soll er in einer Gruft in der Bucht von Maracay zu finden sein. Ah ja. Das sind natürlich solche kleinen Sachen, aber. So, das mag ich. Klingenring. Diebeskunst plus 20. Mhm. Klar, nicht. Mhm. Gut, also wir haben jetzt. Ja, erstmal können wir dann wieder skillen. Wir haben jetzt Diebeskunst 55 plus 20 ist 75. Einfach mal so. Mhm. Kochen. Yay. Rohes Geflügel kochen. Habe ich gewartet, dass er kocht, aber das ist ja sofort fertig. Ja, man merkt, dass ich Risen 1 gezockt habe. Werde ich ja vielleicht auch noch Let's Playen. Ihr könnt ja mal schreiben, ob ihr das wollt oder ob ihr das total schlecht findet, weil ich so schlecht kommentiere, weil ich einfach nur schlecht bin. Könnt ihr natürlich auch schreiben. Dass ihr das Spiel nicht verschandeln wollt mit meinen Kommentaren sozusagen. Dachte schon. Und wir kämpfen uns hier wieder durch den Dschungel. Haben wir jetzt eine Karte? Normalerweise hätte man noch keine Karte, glaube ich zumindest. Also, ich hab's. Ich glaube, es war vor dem Patch nicht so, dass Schatzkarten direkt als Map gezählt wurden. Das wüsste ich. Hast du nicht gerechnet, was? Ja, ich weiß, dass da noch einer ist. Und der wollte schon Feuer spucken. Der Vogel. Habe ich genau gesehen. Oder halt seine Attacke machen. Boah, geht hier überall hoch. Das nervt hier schon langsam. Überall kann man hier hochklettern. Gibt's ja nicht. Sind wir Bergsteiger oder was? Waschlosch, hä? Waschlosch. Bergsteiger. Ohne Markibeere. Und eine Kiste, die schon ein bisschen besser verschlossen ist. Ein bisschen. Das beste Schloss, was wir auf der Insel bis jetzt gesehen haben. So. Ah, Ohrring des Kriegers. Haben wir überhaupt schon Ohrring? Ja, haben wir. Matrosenring. Die mit ihren Ritual. Und was machst du? Was war das bitte gerade?
Na, und übermorgen beginnt die Schule wieder für mich. Will nicht. Ich fand die Ferien ziemlich angenehm. Hätten ruhig länger sein können als 2 Monate. Das denkt doch aber jeder. Oh, ein bisschen zielten Schuss machen, damit ich ja nicht daneben schieße. Oh, guck es aus. Haha. Was wollt's denn? Ah! Kokosnuss. Er hat die Kokosnuss geklaut. Warum fällt mir das an dieser Stelle ein? Irgendeinen Grund muss das doch haben. Außerdem sind das... Das sind... Gaganüsse, genau. Ja, da haben wir wieder die wunderschön verpackte Textur. Bei meiner wunderschönen Muskete. Kennen wir doch schon. Und wie flach die Schaufel auch ist. Dass man da überhaupt irgendwas rauskriegt. Kratz, kratz und... Hopp. Dann wollen wir doch mal sehen. Bin ja gespannt. Einmal 3 drücken. Und den Schatz öffnen. Ja, schaut ganz nett aus. Gut. Hier noch so ein Schädelblüte. Was ist da oben? Nichts mehr, oder? Schaut zumindest nach nichts aus. Doch, da ist noch eine Reiselust. Ah, Schwertdorn. Entschuldigung. Wie gesagt, Risen 1. Oh. Okay. Ist das die ich denke, dass es ist? Wenn ja, dann habe ich ein Problem. Oder naja, ist wirklich ein Problem. Wird auf jeden Fall interessant, wenn wir da jetzt reingehen. Und es scheint die zu sein, die ich denke, es ist. Bin sofort bei dir! Damit hast du nicht gerechnet, was? Jupp, es scheint wirklich die zu sein, die ich denke, die es ist. Wird interessant, Leute, kann ich euch verraten. Boah, ich will nicht. Ich will nicht. Ach, jetzt sollte ich auch einen Hall haben, eigentlich. Ich habe geplant, das einzuführen. So, versteht jetzt einer, warum ich das nicht so wirklich will? Hierin. Ja. Liegt an der übergroßen Spinne, die direkt vor uns steht. Und zu einer sind wir schon mal begegnet. Wisst ihr noch? Takarigua. Der Zeitraffer. Wie weit so eine Fackel wegrollt. So. Ja. Das war nicht die letzte, sage ich euch. Nicht die letzte. Das war nicht die letzte. Da haben wir eine verschlossene Tür. Schaut zumindest so aus wie eine. Dann gehen wir mal weiter. Fette Spinne. Ich weiß schon, wie ich den Titel nennen werde. Pfui, viele Spinnen. Und da ist schon die nächste. Die kommen hier raus wie Unkraut, könnte man sagen, ja. Unkraut. Aber mit Muskete geht das ja. Ich sag's euch, im Nahkampf sind die Viecher nicht leicht. Aber das könnt ihr euch, glaube ich, selber vorstellen. Dass die Viecher im Nahkampf nicht so leicht sind. So, und da schon die nächste. Ja, zum Glück haben wir ja Venturo. Was würden wir nur ohne Venturo machen? Ja, die nächste Grabspinne pullen. Shit.
Jetzt habe ich wirklich ein Problem. Boah. Inventur, hast du es geschafft? Nein. Okay, er war am Boden.